Bodycam 2907 ist ausgebucht. Die kannst du dir anstecken. Und Dienstvorbereitung im Polizeicamp in Wacken. Die Einsatzkräfte aus Eutin testen die Bodycams erst zum dritten Mal. Gerade Travemünderwoche oder Kieler Woche, wo wir jetzt gewesen sind, kommt der Bürger vorbei, sagt, Mensch, habt ihr von der Kamera da, wie funktioniert die, wie laufen die Aufnahmen? Das heißt, der Bürger ist sehr interessiert auf jeden Fall. Bis jetzt hatten wir das Glück, dass wir noch keine relevanten Einsatzanlässe hatten. Das ist momentan für die Bevölkerung eine Testphase, für uns auch. Für den Einsatz der Kameras haben die beiden eine spezielle Schulung erhalten. In ihrer Hundertschaft sind Nadine Kopp und Yannick Döring zwei von 20 Kollegen, die mit den Bodycams auf Streife gehen. Mit einem Handgriff ist die Kamera in Gefahrensituationen aktiviert. Wichtig ist für uns in diesem Moment, dass wir genau die Situation dokumentieren, die wir gerade für uns jetzt vorliegen haben, und wir auch das gesprochene Wort plus das Bild auch noch aufnehmen. Insgesamt 300 Polizeikräfte sollen in Wacken für Sicherheit sorgen. Unterstützt werden sie von knapp 1400 Sicherheitsleuten, die der Veranstalter stellt. Gemeinsam zeigen sie an allen wichtigen Knotenpunkten Präsenz. Um terroristische Anschläge mit Fahrzeugen zu verhindern, gibt es auf den Hauptzufahrtsstraßen Betonsperren. Ein Klotz wiegt allein 2 Tonnen. Von 10 Uhr morgens an sind die Einfahrten mit Stahlseilen verschlossen. Es ist genauso abgemessen, auf einen Zentimeter genau, dass wirklich, wenn ein Fahrzeug gegenfährt, irgendein Stein wird sich in die Achse hineinbrechen, sodass die Achse kaputt geht und das Fahrzeug zum Stehen kommt. Polizei und Veranstalter haben ihr Sicherheitskonzept dieses Jahr erneut auf mögliche Gefahren hin angepasst. 31 Kameras überwachen das Festivalgelände. Mehr Maßnahmen, höhere Kosten. Das spüren auch die Besucher bei einem Ticketpreis von mittlerweile 220 Euro. Da die Metalheads aber dafür bekannt sind, friedlich zu feiern, blieben die Bodycams der Polizei bislang ausgeschaltet. Also erhöhte Sicherheitsstufe beim Wacken-Festival. Lisa Knittel ist für uns da. Was bekommt denn Besucher, was bekommt ihr Reporter und Journalisten davon mit? Ja, also wir merken das gleich morgens früh auf dem Weg zur Arbeit, denn auch wir müssen natürlich durch diese neuen Absperrungen hindurch und das kostet vor allem Zeit. Bei mir ist Herr Peter Berndt von der Polizeidirektion Itzehoe. Moin. Hallo. Ich habe eben gerade beobachten können, weil wir haben unseren Standplatz ja da hinten an der Hauptstraße. Von jetzt auf gleich, die Straße wurde abgesperrt. Ganz viele Kollegen kamen, welche in Zivil, welche in Uniform, und haben Untersuchungen gemacht und haben Menschen durchsucht. Wie schnell können Sie reagieren? Das kam mir unglaublich schnell vor. Für uns ist die Hauptstraße natürlich ein Schwerpunkt und dementsprechend haben wir uns so aufgestellt, dass wir sehr schnell auch an der Hauptstraße reagieren können, wenn das dann erforderlich ist. Letztes Jahr und auch die Jahre davor war die organisierte Kriminalität hier auf Wacken ein großes Problem. Diebesbanden, die in die Häuser der Wackener eingebrochen sind und leergeräumt haben. Was beschäftigt Sie und Ihre Kollegen dieses Jahr? Dieses Jahr können wir zum Glück sagen, dass wir das nicht haben. Wir haben zwar vermehrt Diebstähle gehabt, auch selten, von gestern auf heute, aber das bewegt sich alles noch in einem relativ unterschwelligen Bereich. Von Diebesbanden, dazu gibt es zurzeit noch keine Hinweise. 8600 Sicherheitsüberprüfungen gab es alleine im vergangenen Jahr und auch dieses Jahr wurden die Mitarbeiter wieder auf Herz und Nieren überprüft. Manche von uns auch zufällig am Check-in, und zwar hat ein Kollege auch durch Zufall eine Einwilligung in die Zuverlässigkeitsüberprüfung unterschreiben müssen. Das liest sich hochkompliziert. Ziel der polizeilichen Zuverlässigkeitsüberprüfung ist die Gewährleistung eines sicheren und störungsfreien Verlaufs der Veranstaltung. Was genau untersuchen Sie da? Ja, wir sind natürlich sehr daran interessiert, dass die Leute zuverlässig sind. Und deswegen werden sie im Vorwege überprüft. Wir haben also sehr viele sensible Bereiche hier in diesem Bereich. Und da müssen wir eben halt Gewissheit haben, dass jemand auch zuverlässig ist. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen ein störungsfreies Wacken auch dieses Jahr. Also veränderte Maßnahmen, ein verändertes Sicherheitskonzept, aber keine drohende Gefahr. Und wie wir gerade selber sehen konnten an der Hauptstraße, können die Kollegen von Herrn Berndt dann auch ganz schnell reagieren.